Heimspiel, der Fußballtalk, wird präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung. Das ist Heimspiel, der Fußballtalk auf Teleclub Zoom und Teleclub Sport. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der heutigen Sendung wäre ich eigentlich vorgesehen, vertieft über den FC Basel zu diskutieren. Aber die zwei möglichen Vertreter, der Massimo Ceccaroni und der Roland Heri, sind kurzfristig erkrankt und mussten absagen. An dieser Stelle gute Besserung. Aber trotzdem wird in dieser Sendung der FC Basel ein Thema sein. Wir diskutieren aber auch noch über den FC Luzern, wo ziemlich überraschend einen Trainerwechsel gehabt in der letzten Woche. Und wir diskutieren auch noch über die missliche Tabellenlage vom Rekordmeister GC. Meine Gäste heute, und ich begrüße ganz herzlich als erster Benny Huckel, siebenmaliger Schweizer Meister mit dem FC Basel, langjähriger Nazi-Spieler und jetzt SRF-Fußballexperte. Er sagt, seit Jahren gibt es keine Spannung an der Tabellenspitze. Jetzt ist es aber nicht mehr der FCB, sondern IB. Die Basler haben den jahrelangen Vorsprung zu Licht hergegeben. Als zweites in der Runde herzlich willkommen der Christoph Kieslich, langjähriger Basler Sportreporter und Autor. Er sagt, der Bernhard Burgener macht das Umfeld vom FC Basel mit seinen Ideen verrückt. Dann als drittes in der Runde herzlich willkommen der Raimondo Ponte, ehemaliger Trainer unter anderem vom FCZ, FC Luzern und dem FC Aarau und langjähriger Spieler bei GC. Er sagt, es gibt wenig Anzeichen im Moment, dass GC zum Erfolg zurückfindet. Und schlussendlich die Runde komplettieren tut wie immer ist Teleclub Fußballexperte der Rolf Fringer. Herzlich willkommen. Er sagt, ohne Veränderungen im Verwaltungsrat beim FC Luzern bleibt es bei der Väterli-Wirtschaft. Ja, wir kommen als erstes zum Thema FC Luzern und der überraschende Trainerwechsel. Und zwar hat man in der letzten Woche von Röne Weiler zum Thomas Häberli gewechselt. Gestern bzw. heute ist das Debüt über die Bühne gegangen von Thomas Häberli. 1:1 hat er gespielt, auswärts beim FCZ. Rolf Ringer, hat man da irgendwo schon eine Handschrift gesehen oder eine andere Mannschaft, die letzte Woche hat? Ja, wir haben ein bisschen viel gesagt. Was man gesehen hat, dass eigentlich mehr oder weniger die gleiche Aufstellung war, wie der Röne Weiler das hatte. Also so gesehen ist das ja vernünftig, auf dem bewährten Weiterfahren. Aber Handschrift nach einem Spiel. Wichtig war, dass sie jetzt nach 3 Niederlagen den ersten Punkt geholt haben. Und ich glaube, das ist das Positive an diesem Tag gewesen. Raimondo Ponte, sie sind lang 1-0 zurück gegen den FCZ, haben aber gleich noch das 1-1 gemacht und sogar noch Chancen gehabt, vielleicht sogar den Match zu gewinnen. Moral stimmt eigentlich bei der Mannschaft. Es spricht eigentlich von Moral, wenn eine Mannschaft noch 1-0 in den Rückstand geht. Aber sieht man vielleicht den neuen Trainer, dass der vielleicht wieder einen anderen Anspruch hat und dass man vielleicht mit Moral in den Spielern ist. Also grundsätzlich ist für die Spieler eigentlich Business as usual, Christoph Kieslich. Oder? Es ist zwar ein Trainerwechsel, aber die Mannschaft als solches hat sich auf dem Platz nicht gross verändert. Er hat auch mit der gleichen Aufstellung gespielt wie letzte Woche. Ja, wie der Rolf sagt, es klingt vernünftig, jetzt alles über einen Haufen zu schmeißen innerhalb von ein paar Tagen, wäre nicht sehr vernünftig gewesen. Ich habe Thomas Häberli in Basel kennengelernt. Er hat ja lange im Nachwuchsbereich gearbeitet, dann als Assistent mit der ersten Mannschaft. Ruhige, zurückhaltende Zeitgenosse. Ich finde, er hat es sehr schön ausgedrückt, als er vorgestellt wurde. Ist in Luzern gesagt, jetzt kann er zeigen, was er kann. Und ich würde sagen, 1-1 auswärts beim Debüt. Ist nicht so ein schlechter Anfang. Ist gar nicht schlecht, Benny Huckel. Ihr habt eine gemeinsame Zeit beim FCB gehabt, Thomas Häberli. Und du, was ist er für ein Typ? Oder wie denkst du, ist er jetzt die Aufgabe angegangen? Er hat natürlich immer schon darauf geplant, Trainer zu werden. Und hat jetzt U21-Trainer gesehen bei Basel. Dann hat er eine Zeit lang bei Basel andere Funktionen eingenommen, Talentmanager, unter anderem Assistenztrainer. Und ich glaube, jetzt ist für ihn absolut Zeit, mit den Erfahrungen, die er als Spieler, aber auch als Trainer schon gesammelt hat, um diesen Schritt zu gehen. Und ich traue das ihm absolut zu. Er ist ein sehr reflektierter Mensch. Er hat auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Er hat wirklich in diesem Bereich ist er auch außerhalb des Fußball hat er sich ausbilden lassen und ich glaube, er kommt aus dieser Region und hat das Zeug dazu, um erfolgreich zu werden. Wir kommen nachher noch kurz auf Thomas Häberli zu sprechen. Ich wollte jetzt auf das Zitat von Rolf Fringer kommen. Er hat gesagt, wenn es keine Veränderungen gibt im Verwaltungsrat, bleibt es bei der Väterli-Wirtschaft. Was meinst du damit? Ja, man sieht ja, es passiert alle Jahre passiert das Gleiche. Sind alle verschrocken, als der Röne Weiler wieder entlassen worden ist. Also auch wieder, sage ich jetzt, zur Rundzeit. Und ich kenne ja die Situation.
Im Verwaltungsrat gibt es einfach 6 Verwaltungsräte. Keiner kommt vom Fußball. Natürlich, Herr Saviris und Herr Absteg, da muss man froh sein, dass die auch Geld haben. Aber es hat keine Ahnung von Fußball. Aber der Marco Sieber ist verantwortlich für den Sport im Verwaltungsrat. Und er kommt auch nicht vom Fußball, hat wenig Ahnung. Aber weiss immer eigentlich alles ein bisschen besser. Ich habe ihn so kennengelernt zu meiner Zeit. Es geht also alles über sein Büro. Und es wird immer gesagt, ja, das ist Einstimmung vom Verwaltungsrat. Also er tanzt eigentlich seit Jahren den Verwaltungsrat auf der Nase rum, weil er entscheidet. Und dann ist er froh, dass der Sportchef auch ein Junge ist und dass man dann dort ein bisschen mitreden kann. Und solange einfach die Zusammenhänge so bleiben, dreht man sich einfach im Kreis. Oder? Und das ist, da müsst ihr mal im Verwaltungsrat da mal, einfach handeln. Was hat denn das mit Väterli-Wirtschaft zu tun, jetzt im direkten Sinn? Das geht natürlich lang, aber jetzt ein Beispiel. Ich meine, wir haben den René auch immer da gehabt. Ich kenne ihn ja sehr, sehr gut. Ich weiss, dass der René unbedingt hat wollen, den Goalie wechseln im Verlauf der Vorrunde, bis in den Winter rein. Oder? Er hat gesagt, ja, es lange nicht mehr, wir müssen einen Goalie haben. Wir haben den Omlin nicht können ersetzen, ist auch nicht einfach, oder? Aber unbedingt einen guten Goalie wollen. Und Remo Meyer hat gesagt, ja, wir verlängern am Zeitpunkt. Verlängern. Nein, können wir nicht, es lange nicht mehr. Wir müssen vorwärts schauen, neue Goalie. Im neuen Jahr, das er gekommen ist, hat man hinter seinem Rücken am Zeitpunkt verlängert. Oder? Der Zeitpunkt ist lange dort, weiss schon, ist gut Freund vom Sportchef, weiss genau, wo das Büro ist von Marco Sieber. Und dann tut man hinten rum, hinter dem Trainer, tut man einfach den Vertrag verlängern. Und die lachen sich ins Füßchen, die Spieler. Oder? Und das ist ein bisschen Luzern. Mhm. Und wenn man den René Weiler holt, weiss man, dass man einfach nicht das Budget absetzen muss, sondern dass man auch ein bisschen das machen muss, was näher sieht, was wichtig ist. Oder? Und das ist eben, wenn man hinter dem Trainer gewisse Sachen macht, muss man sich nicht verwundern, wenn man mit dem René Weiler nicht mehr rauskommt. Und wenn man mit ihm Probleme hat. Und das ist einfach typisch Luzern. Es gibt noch viel mehr Beispiele, aber das ist symptomatisch wegen der Väterli-Wirtschaft. Aber spricht etwas dagegen, dass man noch verlängert hat? Wie? Dass man mit dem René noch einen längerfristigen Vertrag gemacht hat, wenn sie schon vorher schon nicht gestimmt hat? Nein, das war natürlich jetzt im Winter, oder? Über das halbe Jahr. Sie haben ja im Sommer einen 3-Jahres-Vertrag gemacht. Aber wenn ich mit dem René einen 3-Jahres-Vertrag mache, muss ich wissen, er ist fordernd. Ja. Er will, dass man das Beste macht, also dass man an die Grenzen geht im Budget und nicht, dass man die Lohnkosten absetzen kann und sagen, wir haben sogar die Lohnkosten können absetzen, dann muss man ihn nicht holen. Und wenn ein René als Trainer sagt, der lange nicht mehr, ich will etwas anderes, und man dort hinter dem Rücken verlängern, das ist Luzern. Und wenn man mit dem nicht aufhört, dann muss ich sagen, dann dreht man sich im Kreis und dann werden wir alle Bot wieder solche Botschaften haben, die wir in dieser Woche gemacht haben. Benny Hugel, kann man das nachvollziehen, was der Rolf jetzt da uns geführt hat? Ja, ich denke schon. Also, man weiß ja das auch und das hat, man gibt es ja immer mit. Und gerade jetzt die Geschichte mit dem David Siebung, das haben auch unter den Spielern haben das gewusst, dass das immer ein bisschen so gelaufen ist mit den Vertragsverlängerungen. Und ich glaube, das ist natürlich nie gut, wenn man so auch die Autorität des Trainers ein Stück weit untergrabt. Wenn auch im Sportchef wird das Kader eigentlich konstant angeschaut, was ist gut, was muss man ändern, was muss man machen. Und wenn man da dann zu einem Schluss kommt, dann ist es glaube ich, extrem wichtig, dass man dann die Einstimmung auch durchzieht und sich nicht irgendwo etwas anderem, wie jetzt unsere Einflüsse, Verwaltungsrat, was auch immer, dann ausbringen lässt. Ist denn als Journalist, eben jetzt, ich meine, ein Beispiel Luzern, auch die Aufgabe, so solche Missstände unter Umständen aufzudecken? Also, wie siehst du das aus deiner Erfahrung? Also, wenn man als Journalist natürlich an entsprechende Informationen kommt, selbstverständlich, ja, gehört das dazu. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt. Das beobachte ich seit Jahren aus Basel, wenn ich auf Luzern schaue. Luzern ist für mich, sagen wir mal, abgesehen von Basel und jetzt Bern, neben St. Gallen, der Standort in der Schweiz, wo riesiges Potenzial schlummert. Und der FC Luzern kriegt seit vielen Jahren nicht an. Zögerlicher, auch immer sehr sparsamer. Ich höre immer nur, es muss gespart werden, das Budget muss reduziert werden, die Mannschaft muss verkleinert werden, wie auch immer. Die Diskrepanz schaffen sie es beim FC Luzern nicht aufzulösen. Dann holen sie mit dem René Weiler einen Trainer. Das ist ein Trainer, eine Persönlichkeit mit Ecke und Kante. Das hätte man wissen müssen. Ja? Und man hat dann das Gefühl gehabt, also wie ausbremst wird. Wie auch seine Vorgänger beim FC Luzern als Trainer. Mhm. Vielleicht noch abschließend. Ich meine, jetzt ist der Wechsel ist über die Bühne. Der René Weiler ist weg und jetzt ist der Thomas Häberli. Ist er der richtige Mann für den FC Luzern, Raymond Depoy? Ja, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Lassen wir mal ein bisschen arbeiten und nachher schauen. Weil ja, es ist ja nicht anders möglich. Also, er hat ja noch nie eine Mannschaft trainiert. Das muss aber nichts heissen. Das kann auch sein, so wie es Sioane gemacht hat, ist ja auch gerade von 0 auf 100. Von dem her muss man ihm eine Chance geben, eine faire Chance. Und dann vielleicht eben in einem Monat, zwei,
können wir dann vielleicht besser reden. Also, ich glaube, er ist der richtige Trainer, weil er hat jetzt sehr viel in der Ausbildung geschafft, er hat sehr viel sich Wissen angeeignet, wie man mit Jungen schafft, wie man die einbaut und man hört eben auch immer, man muss sparen und sparen ist eigentlich meistens im Schweizer Fußball, man setzt dann mehr Junge und kauft weniger Spieler, wo man muss Transfersummen zahlen. Von dem her glaube ich, er ist der richtige. Es wird sich einfach zeigen, eben auch, wie er nachher über den Halbjahresvertrag, den man ihm noch mehr gegeben hat, ja darüber aus nachher auch vom Verein, vom Vorstand, wie viel Vertrauen er dann bekommt. Das wird sich dann zeigen. Und etwas aufbauen, oder? Langfristig aufbauen. Also ich meine, dann könnte das dann Ziel sein. Ja, genau. Eine Sommerpause und eine ganze Vorbereitung machen. Ja, aber jetzt übernimmt er etwas. Ich will nicht vergessen. Er hat vielleicht eine andere Sicht. Er hat aber jetzt diese Spieler zur Verfügung. Ja. Er muss mit denen arbeiten. Ich glaube, dass man so etwas erst dann beurteilen kann, wenn er mal der Chef ist, der entscheiden kann, welche Spieler er eigentlich will für sein System. Ja, wenn du dann noch Trainer bist. Aber über ihn beurteilen, wie er eine Mannschaft aufstellt. Ja, aber dann muss er auch mit diesen Leuten arbeiten. Ja, Entschuldigung, wenn man jetzt ja geholt hat, man weiss ja, dass der Thomas Häberli sehr nahe war, die Match ist schauen, hat sich vorbereitet auf den Job, also er weiss, auf was er sich einlädt. Hätte er vorher das Gefühl gehabt, oh, mit denen kann ich nichts erreichen, würde er jetzt nicht dort sein. Also er traut der Mannschaft zu, weil er jeden gut kennt, er kennt die Führung, dass er aus denen etwas machen kann. Natürlich, schlussendlich, wenn er dann mal alle Trans kommen, aber weißt, als Trainer, so wie musst du nicht denken als Trainer, musst mit dem, was du hast, den er gut kennt, jetzt einfach etwas Gutes machen. Die kurz- und mittelfristige Zukunft wird es weisen, ob er tatsächlich der richtige Trainer ist für den FC Luzern. Wir kommen jetzt zum Sorgenkind der Liga, und zwar zum Rekordmeister GC. Die haben heute in Thun gespielt. Und da wollte ich gerade auf das Zitat von Raimondo Ponte kommen. Es gibt wenig Anzeichen im Moment, dass GC wirklich einen nachhaltigen Erfolg kann feiern oder erzielen. Ja, man hat einfach in dieser Mannschaft erstmal zu wenig Persönlichkeit. Was GC eigentlich immer gehabt in der Vergangenheit, also außerhalb von den letzten Jahren nicht. Und es schweißt sich auch nichts zusammen. Mhm. Es ist ja, wenn etwas nicht geht, nach einem halben Jahr, nach drei Monaten, nach vier Monaten, tun wir immer wechseln. Und das ergibt natürlich keine Mannschaft. Mhm. Aber jetzt im Hinblick auf das heutige Spiel gegen Thun, oder? Also ich meine, es war ja ziemlich ein verrücktes Spiel. Sie könnten 2-0 hin sein. Also wenn der Penalty macht, ist 2-0, dann weiss man, wie es rauskommt. Auf der anderen Seite kann man sagen, sie haben gut reagiert. Mhm. Nachdem der Penalty verschossen wurde, haben sie doch gezeigt, wir sind gleich noch da und haben ausgeglichen und haben das Unentschieden über die Runde gebracht. In Thun ein Unentschieden spielen ist nicht so schlecht, wenn man Thun das Resultat sieht. Also ich glaube, heute kann man sicher nicht reklamieren. Mhm. Aber es braucht natürlich ein bisschen mehr, wenn man zu diesem Loch rauskommen. Christoph Kieslich, also eben, heute 1-1 in Thun ist ja eigentlich einmal so ein positives Resultat, wenn man auf die letzten Wochen zurückschaut. Sieht man da irgendwo so ein bisschen Helligkeit am Horizont bei GC? Wissen Sie, in welcher Situation dass sie sind? Also, nach deren Niederlageserie mal einen Punkt zu holen, ist kein schlechter Anfang. Ich mache mir ein klein wenig Sorgen um GC. Ich habe das Gefühl, es ist eine ähnliche Situation wie im Frühjahr, als der FCZ dann schlussendlich abgestiegen ist. Man hat sich erst mal noch gar nicht so in der Rolle gesehen, dass einem das wirklich widerfahren könnte. Ich bin, weil ich ihn halt auch gut kenne aus der Basel-Zeit, ich glaube, dass der Thorsten Fink GC in der Situation vielleicht gar nicht so schlecht wird. Ich finde es eigentlich auch in Ordnung, dass sie an ihm festhalten. Mal ganz abgesehen davon, ob sich GC Trainerwechsel überhaupt leisten kann finanziell, glaube ich, ist er nur einer, der so eine kleine wenig, gute Laune, ein wenig Optimismus, ein wenig Zuversicht und Vertrauen in die Fähigkeiten, die sicherlich ein Stück wieder auch in der Mannschaft stecken. Es sollte länger, dass man die Klasse erhält oder zumindest den Barrageplatz erreichen kann. Und trotzdem, der Thorsten Fink, Rolf Ringer, muss ja auch irgendwie begreifen, in welcher Situation das er steckt. Er kann ja nicht von seinem Idealfußball ausgehen und der weiterspielen mit dem Spielermaterial, das er zur Verfügung hat. Hat er jetzt reagiert vom letzten Match gegen Xamax jetzt zu tun? Gut, hat zumindest das System gewechselt, hat von Fünfer-Abwehr gewechselt, hat aber im Prinzip wieder den Ball vertändelt beim Penalty, die auch nie als letzter Mann.
Aber vielleicht ein bisschen geradliniger Spiel, muss man sagen. Sehr oft 5 Meter Abstöße lang gespielt. Das ist mal so ein Anfang, dass man einfach bleiben will, dass das Mannschaft auch checkt. Das ist gar nicht seine Philosophie. Das ist nicht seine Philosophie. Aber nein. Eben, das hat man aber gesehen bis jetzt zum heutigen Spiel. Genau. Oder? Aber mit einer Mannschaft, die inferior ist, muss sie einfach bleiben, bis sie wieder ein bisschen Selbstvertrauen hat. Und da hat man schon gesehen, dass die Gedanken, dass sie das gemacht haben, eindeutig. Und vielleicht war das auch ein bisschen am Ursprung vom Selbstvertrauen, dass sie ein 0-1 weggemacht haben und ein 1-1 noch geschafft haben. Vielleicht ist das ein bisschen der Start zu besseren Zeiten. Ich meine, schlechtere Zeiten kann es ja nicht sein, der Start, theoretisch. Oder? Sie sind die Letzten. Aber mit dem Punkt gibt es einfach ein bisschen den Glauben. Und das haben sie schon gemacht. Sie haben ein bisschen einfacher geradlinig gespielt, was auch wichtig ist für die Zukunft. Aber sie sind sehr glücklich gewesen. Ich meine, mit dem die ersten 20 Minuten, also nach einer Viertelstunde, kann es 2-0 stehen für Thun. Ja. Was passiert dann? Benny Huckel, du hast gesagt, es ist überhaupt nicht das Spiel von Thorsten Fink, was er jetzt im Moment in dem Abstiegskampf muss spielen. Was braucht es denn noch, um jetzt wirklich euch in dem Abstiegskampf wirklich regelmäßig zu unter Umständen 3 Punkte kommen pro Wochenende? Also der Rolf hat schon gesagt, also einfach bleiben, Basissachen, die Null muss stehen, zuerst verteidigen wir mal. Wir haben jetzt das Gefühl, wir können den Gegner mit spielerischer Mittel an die Wand spielen und nachher das irgendwie mit Ballbesitz in der zweiten Halbzeit heimspielen. Ich glaube, das sind die Sachen, dann braucht es halt durch Resultat wird es bei den Spielern Selbstbewusstsein geben, aber für das braucht es harte Arbeit, gutes Verteidigen, keine Standard-Goal zulassen, Standard-Goal vielleicht einmal machen. Also so eigentlich Sachen, die man jetzt als Spieler im Training nicht so gerne macht, so Standards üben und Verteidigerübungen. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, jetzt, dass man dort hinten rauskommt. Man kann nicht meinen, man kann jetzt mit spielerischen Mitteln von dem letzten Platz sich entfernen. Und trotzdem nimmt mich Wunder, ist der Thorsten Fink für diese Situation jetzt der richtige Trainer? Ich meine, er hat das Abstiegskampf hat er auch schon erlebt, mit Ingolstadt in seiner ersten Station, bevor er bei Basel war. Also das kennt er. Und ich traue ihm das zu, dass er wieder Rolf das angesprochen hat, dann auch das Visionäre hat, dass er sagt, hey, jetzt muss ich anders, jetzt muss ich von meinem eigentlichen Ideal, wenn ich Fußball spiele, abrücken. Das traue ich ihm zu. Ja. Mhm. Der Matthias Walter müsste sich euch Gedanken machen. Brächte überhaupt in dieser Situation das, etwas, wenn man den Trainer in Frage stellt, Rolf? Ja, es ist einfach schwierig, weil GC hat das in den letzten Jahren zur Genüge gemacht. Und die Spieler gewechselt, Altbot viel zu viel. Also, dass ein bisschen Kontinuität jetzt bei GC bleibt, das ist ja schon sehr vernünftig. Wichtig ist aber, und das ist der Punkt heute sehr, sehr wichtig, oder? Jetzt kommt kein Jubi, den sie geholt haben. Der Ravi hat mehr Match dabei. Heute hat doch wieder die gespielt, die auch schon dabei waren, mit dem Taipi, mit dem Kamber. Also, von dort her, es kommen andere Spieler zurück. Der Punkt geht jetzt ein bisschen um. Also, man kann schon davon ausgehen, dass das denen jetzt ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass sie wieder bessere Leistungen zeigen können. Weil mit einem Trainerwechsel sind die anderen auch noch nicht besser parat oder die Verletzten immer noch verletzt. Also dort, glaube ich, ist richtig, dass man einfach versucht, jetzt da den gleichen Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. Ein bisschen einfacher bleiben als Ganzes. Und das, denke ich, das wäre vernünftig. Weil alles andere wird schwierig. Und ich möchte aber auch noch schnell festhalten, ich meine, zum Beispiel der Wechsel im Winter vom Lavanchy, dass der weggegangen ist von GC, ich meine, okay, ich kann sagen, das ist ein gestandener Superleague-Spieler, ist jetzt schon ein Zeitchen begeistert, dass so etwas passiert. Da habe ich mir dann schon vorgestellt, dass der zu einem Liga-Konkurrent gehen kann. Und ich meine, da ist das Trainer dann sehr hilflos, wenn das passiert. Ich kenne die Umstände nicht hinterher, ich weiß nicht, ob das irgendetwas gelaufen ist, aber das hat mich sehr verwundert, oder? Weil es ist gut, dass sie dann noch reagiert haben mit Rave und auch Kajubi, dass da jetzt noch Spieler dazugekommen sind, absolut. Aber das hat mich sehr überrascht, weil das ist eigentlich, wenn man in der Situation ist, wo geht es, kann man sich das nicht erlauben, oder? Dass Stammspieler der Verein zu einem Konkurrenten. Kommt dazu, er war einer der Leistungsträger, eben. Vor allem was die Mentalität anbelangt. Genau, hat man das Gefühl gehabt, das ist noch wichtig für das Team. Ja, aber es kommt auch wieder dazu, wenn ein Spieler muss bleiben und er möchte eigentlich gehen. Ja. Ob er den nützt, das weiß ich nicht. Und der Celestini hat vielleicht jemanden gebraucht. Beim Celestini war er halt schon gewesen. Und dann ist vielleicht etwas passiert. Ja, gut, ich denke natürlich schon nicht, dass der Thorsten Fink unbedingt hundertprozentig auf ihn gezählt hat, weil sonst hätte er ihn wahrscheinlich nicht verkauft. Auch wenn er viel gespielt hat. Ja, aber ich glaube, da würdest du sagen, aber du meinst schon. Das ist ja für GC wichtig. Ja, klar. Aber gut, ich habe auch andere Sachen gehört, dass er nicht so Stammspieler war, wie das als Stamm eigentlich heisst. So gesehen war er wahrscheinlich bereit, ihn auch gehen zu lassen. Aber klar, immer Liga-Konkurrent, auch im Abstiegskampf, gibt immer einen bitteren Nachgeschmack. Das ist klar. Aber wie auch immer, also die Situation bei GC ist natürlich so labil, so fragil, ja, wenn du jetzt auch noch den Trainer wechselst ja, und der junge Truppe noch einen vor die Nase setzt, der wieder mit neuen Ideen kommt, Anfang März, dann sage ich, dann
ist GC verloren. Es wird sich weisen, wie GC sich wird weiterentwickeln in der Rückrunde. Also jetzt nach dem einen Punkt heute gegen Thun. Wir kommen jetzt aber zu diesem vermeintliche Hauptthema zum FC Basel. Die haben gestern gespielt gegen Xamax und zwar relativ souverän 2-0 gewonnen. Meine erste Frage an Benny Huckel, ist es tatsächlich so souverän gewesen? Am Schluss des Spiels über 90 Minuten war es souverän gewesen. Was in der ersten Hälfte war, dass der FCB extrem viel Ballbesitz hatte, teilweise 75%. Aber bis zum Einzel vom Stocker sich eigentlich keine Chancen ausgespielt hat. Also sogar wenn jetzt eine Mannschaft so tief steht, wie Xamax hat man gesehen, sie haben ein bisschen Mühe, um sich Chancen zu spielen. Das haben sie nicht so gut gemacht. Und dann haben sie auch ein paar Konterchancen zugelassen. Nach dem 1-0 und dann gerade natürlich in der zweiten haben sie nach dem Platzverweis vom Serie D und im 2-0-Spiel entschieden gesehen. Also dann hinten raus ist es souverän gewesen. Und zu Null ist auch immer wichtig. Also das hat von dem her gepasst, ja. Wie hat das gesehen, das aus deinem Blickwinkel aus? Ich kann jetzt keine kontroverse Meinung vertreten. Mir ist in der ersten Halbzeit ein wenig vorgekommen wie so eine Sanduhr-Fußball. Also mir hat Tempowechsel gefehlt. Das ist immer schwierig, gegen eher tief stehende Mannschaft aufzuspielen. Aber trotzdem, weil der FC Basel hat es dann in der zweiten Halbzeit, auch bevor sie dann in numerischer Überlegenheit waren, haben sie es besser gemacht. Ich habe vor allen Dingen natürlich neben Noah Okafor auch den Valentin Stocker in der zweiten Halbzeit ein belebendes Element gefunden, die übrigens den Flügel gewechselt haben in der zweiten Halbzeit. Da ist viel mehr Dampf drin gewesen, ich finde, sie haben dann auch gleich ein konsequenter, klare Ansage. Wir griffen über die beiden Flügel an, dadurch vielleicht auf Kosten vom Ayeti im Zentrum, der ein wenig isoliert gewirkt hat. Mir hat die zweite Halbzeit eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Was hat Basel auf dich verändert? Ich glaube, man muss es ein bisschen pauschal anschauen, was man spürt. Oder? Meine Basel nach dem Titel von IB war ja ein bisschen Unruhe gewesen im ganzen Herbst. Und dann hat man sich ja nicht mit dem abfinden, dass IB wieder wegmarschiert. Jetzt in der Winterpause hat man gut trainiert, ein paar Verletzungen sind zurück. Und jetzt spürt man, sie haben es akzeptiert, dass sie wahrscheinlich nicht den Meistertitel werden holen. Und jetzt ist im ganzen Spiel ein bisschen mehr Ruhe. Also es ist keine Hektik mehr, es ist nicht mehr so eine verunsichere Zappelung wie vielleicht in der Vorrunde. Und das hat sicher einen Grund, dass sie jetzt so positiv gestartet sind in der Rückrunde. Und so ein Spiel wie gestern ist undankbar, wenn eine Mannschaft wie Xamax immer hineinsteht. Da ist wichtig, Geduld zu haben und wenig Fehler machen. Aber Geduld hast du eben auch, wenn du Ruhe hast. Und die haben es mittlerweile bekommen, weil auch alle sich mit dem abgefunden haben. Das ist natürlich ein Vorteil dann auch. Und jetzt können sie wieder anfangen, etwas aufzubauen über bessere Resultate und im gleichen Atemzug die nächste Saison planen. Natürlich ist der Cup vom Mittwoch ein ganz wichtig. Auf das kommen wir ganz am Schluss noch zu sprechen. Ja. Ich habe mir jetzt überlegt, also, wenn man jetzt sagt, 4 Spiele, 10 Punkte, ist eigentlich eine gute Bilanz jetzt für die Rückrunde. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, Benny Huckel, man hat gegen die zwei Hintersten gespielt, man hat gegen GC und Xamax gespielt und dann ist noch St. Gallen dazu gekommen. Also drückt das Spiel ein kleines bisschen? Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Das zeigt vielleicht eben, dass der FC Basel nicht an erster Stelle ist, sondern an zweiter. Obwohl der Punkt aus Beute sehr gut ist, aber es könnten auch 4-12 sein, muss man sagen. Oder? Das darf man wirklich sagen. Das erste Spiel gegen GC waren sie klar überlegen gewesen. Das hätte noch höher als 0-4 ausgehen. Das war GC wirklich nicht gut gewesen. Nachher das Unentschieden gegen St. Gallen, wo man schon in der Hinrunde verloren hat im Heimspiel. Ja, das ist dann eben der Punkt, wo man sagen, ja, vielleicht müsste man dort halt 3 holen. Und gegen Sion war es so, dass man mit einem fragwürdigen oder wie auch immer ein bisschen umstrittenen Penalty zum Einzel kommt. Aber dann in der zweiten Halbzeit nicht schafft, eigentlich einmal ein Fußballfest daraus zu machen, dass die Leute mit einem 2-3-0 heimgehen. Das kann man sagen. Aber Punkteausbeute, wie du richtig gesagt hast, da gibt es nicht so viel Zustand. Also einerseits ruhig, was der Rolf sagt, aber fehlt dann vielleicht auch ein bisschen zu Überraschungsmoment? Also ist es fast schon wieder ein bisschen zu ruhig, Ramon der Punkte? Ja, unter Umständen könnte man auch sagen, es fehlt auch beim FC Basel, sind die Transfer, die tätigt worden sind, vielleicht nicht so rausgekommen, wie man gerne hätte. Und man hat nicht mehr die Spieler, die einfach den Unterschied ausmachen. Ich meine, in irgendeiner Szene, wo einer allein etwas macht und ein Goal schiesst, wenn man 1-0 führt, dann muss der Gegner kommen. Man kann sich vielleicht auskontern, es gibt ein 2-0, am Schluss gibt es ein 4-0 und dann redet alles super. Und wenn solange das 0-0 ist, dann ist auch die Gefahr da, dass man vielleicht einen Konter mal einfängt, weil es mehrere schon eingefangen haben, Basel, weil es vielleicht die Überlegenheit nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war.
Das ist die Realität sportlich. Das ist so. Jetzt wollte ich aber auf ein ganz anderes Thema sprechen beim FC Basel. Was auffallend ist, unter der Neuführung, es gibt wirklich sehr viele Nebenschauplätze, die zum Thema werden, öffentlich zum Thema werden beim FC Basel. Wenn ich da mal kurz zwei, drei Sachen aufzähle, oder der Thomas Heberli, der im Januar weggegangen ist, der Alex Frey, der in meinem Verwaltungsrat ist, Umbaustadion ist ein Thema, sinkende Zuschauerzahlen ist ein Thema, E-Sports ist ein Thema, Boykott der Fans ist ein Thema, Projekt in Indien ist ein Thema. Ist das Zufall, Benny Huckel, dass das jetzt so, also so ein Gewicht bekommt? Schwer zu beantworten. Was mir einfach auffällt, oder? Wie du das jetzt richtig aufgezählt hast, es hat einfach sehr viele Nebenschauplätze. Oder? Und man hat die Vorrunde abgeschlossen mit zwei Siegen, wo man gesagt hat, doch, das ist gut. Und dann haben wir eine Pressekonferenz abgehalten, wo man zwar nicht viel kommuniziert hat, dann haben wir die Saison wieder angefangen, Vorbereitung, neue Fitnesstrainer. Man hat das Gefühl, es geht sportlich vorwärts. Gute Vorbereitung gespielt, alle Spiele gewonnen. Man denkt, es geht vorwärts. Oder? Und jetzt eigentlich, ja, wo ich jetzt aus mir habe, gesagt, jetzt müssen so die Konsolidierungsphase sein, wie der Rolf richtig gesagt hat. Man wird wahrscheinlich Zweiter. Im Cup muss man schauen, ob man da etwas machen kann. Jetzt hat man vielleicht auch die Möglichkeit, um sich wirklich jetzt das, was schlecht gegangen ist, zu sagen, jetzt haben wir den Boden erreicht, aber jetzt geht es aufwärts. Vielleicht ist es auch so sportlich, aber mit den Sachen, die wir jetzt gerade gehört haben, in die Stadion verkleinern, macht man dann wieder so Baustellen auf, die eigentlich mit dem Sport gar nichts zu tun haben. Und das treibt dann halt auch wieder Unruhe wahrscheinlich in den Sport hinein und in den Verein hinein. Und ich glaube, ja, wäre sicher nicht nötig, aber ist offenbar passiert. Ja. Das ist jetzt wirklich gerade ein Steilpass zum Zitat von Christoph Kieslich. Oder? Das hat geheissen, der Bernhard Burgener macht mit seinen Ideen das ganze Umfeld verrückt. Geht das in die Richtung mit den Nebenschauplätzen, die ich jetzt aufgezählt habe? Ja, ich glaube, das sind einfach zu viele Baustellen, die im Augenblick aufgemacht werden. Und was man halt festhalten muss, ist, dass die neue Clubführung, dass der Bernhard Burgener mit seinem Team die Leute, die Fans nicht so richtig mitnehmen kann mit ihren Ideen und Visionen, die sie entwickle. Und mir kommt im Augenblick zu kurz. Ich würde sagen, wichtig ist immer noch auf dem Platz. Und das Kerngeschäft sozusagen. gern und sehr frank ins Phrasenschwein. Da fehlt mir so eine kleine wenig die Fokussierung. Also es werden ganz, ganz viele Nebenschauplätze immer wieder neu aufgemacht. Mit was hat das zu tun? Hat das mit der Person Bernhard Burgener zu tun? Ein Wirtschaftsmann, das ist einer, der... Absolut. Es hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass der Verein, der Club, sich natürlich in einer Art Umbruch befindet. Also die fetten Jahre sind vorbei. Und der Bernhard Burgener muss als Mehrheitsaktionär schon auch lügen, wie er ein teurer Apparat in Basel finanziert kriegt. Es gibt noch Rücklage, noch. Er wird wahrscheinlich im laufenden Jahr möglicherweise auch wieder darauf zurückgreifen müssen, um ausgleichende Rechnung zu gestalten. Weil ich glaube nicht, dass schon im Jahr 2019 der erste große Inder beim FC Basel reüssiert. Das ist ein Thema, das wir nachher noch werden aufgreifen. Aber ich wollte jetzt noch das Zitat von Benny Huckel kommen. Und zwar eben, in der Tabellenspitze herrscht nicht wirklich Spannung in den letzten Jahren. Du hast es gesagt in deinem Zitat. Jetzt ist es anstelle vom FCB ist jetzt IB. Und aus deiner Subjektive hat der FCB der jahrelange Vorsprung, den man sich erarbeitet, das Licht hergegeben. Wie meinst du das ganz genau? Also, wo die neue Führung antreten ist, hat sie auch geheißen, das ganze, der ganze Apparat ein bisschen downsize. Und trotzdem sind aber die gleichen Ziele rausgegeben worden, was vielleicht nicht so kongruent war, kann man jetzt sagen. Und jetzt haben wir einfach halt das Problem, dass man jemand ist, wo man ist so, es ist nicht mehr das, was sich die Leute gewöhnt sind. Man ist nicht mehr so gut wie die Leute, wie man es gewöhnt ist. Und was macht man jetzt? Oder? Und ich glaube, da hat einfach der FCB in den letzten Jahren halt sehr gut geschafft. Und jetzt haben wir, geht man das nicht mehr ganz an. Die Leute, ja, finde es nicht mehr ganz so toll. Warum kriegt man das nicht mehr ganz an? Also das heisst, eben, du hast das Credo, das anfangs ausgesprochen ist, sobald die neue Geschäftsleitung an Macht kam, gesagt, also für immer rot-blau war ja so das Credo, wo man gesagt hat, man will wirklich auf die regionale Nachwuchs setzen und so weiter. Ist denn der Gedanke nicht ganz zu Ende gewesen, oder in welche Richtung geht denn das? Ich glaube, grundsätzlich hat es schon Sinn gemacht, dass man gesagt hat, man hat einen sehr grossen Apparat. Vielleicht ist der ein bisschen zu gross und muss man da wieder ein bisschen zurückfahren. Das,
das ist absolut, aus meiner Sicht ist der Gedanke nicht ganz falsch. Aber ich glaube, man hat dann müssen auch den Leuten, die Leute darauf vorbereiten, dass man dann eben vielleicht halt nicht mehr immer Schweizer Meister wird. Trotz allem. Und die Leute wären bereit gewesen, den Weg mitzugehen. Glaube ich auch. Schon eine andere Kommunikation hätte, glaube ich, einiges erleichtert. Ja. Mit Kommunikation gewinnst du zwar noch keinen Punkt, aber die ganze Stimmung um den Club. Aber man hat in der Schweiz ja eigentlich studiert über einen anderen Modus. Aus dem einfachen Grund, weil Basel so lange an der Spitze war. Man hat gesagt, ja, das ist nicht lustig, wenn man da viermal gegeneinander spielt und nicht irgendwie die Punkte halbiert oder Playoff macht oder was auch immer. Und das genau in dieser Saison, wo der Wechsel kam, ist die Modusdiskussion. Da haben wir gesagt, ah, jetzt gibt es ja einen Wechsel, jetzt müssen wir gar nichts ändern. Mhm. Und jetzt haben wir ein Jahr später und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt. Und ich glaube, aus Sicht von Basel, der so einen grossen Vorsprung hatte, muss das am meisten zu denken geben, dass man jetzt so einen grossen Rückstand hat, wenn man einmal die Meisterschaft am letzten Spiel verloren hat oder auch zweimal hintereinander. Ja, das, ich glaube, die Leute würden das mitmachen, weil sie würden sagen, du vielleicht ein bisschen wieder verkleinern, verbasteln. Aber die Ziele euch ein bisschen reduzieren zur gleichen Zeit. Aber in der Vergangenheit, Rolf, hat ja eben für immer Rot-Blau. Man hat ja immer junge, gute Basel-Spieler rausgebracht. Also mehr kann man ja fast nicht rausbringen. Ja, das haben sie gehabt, aber es geht natürlich nicht immer so weiter. Aber ich glaube, was entscheidend ist auch, ist natürlich achtmal den Titel geholt. Der Bernhard Häusler war natürlich ein Präsident mit Charisma, mit einer Aura, ist auf die Fans zugegangen, hat einen Dialog geführt mit den Fans, hat sich das gleiche Boot hineingeholt, dass heute die Fans bald das Gefühl haben, sie müssen zum Bernhard Burgener gehen, die Möbel stellen in die Wohnung, oder? Weil man sie so nahe immer, ich sage jetzt, gehandelt hat. Und das hat er natürlich im Zusammenhang mit dem Grosserfolg sensationell gemacht. Dann ist man natürlich extrem verwöhnt worden, auch von der Fanseite. Oder? Und nachher ist es natürlich extrem schwierig, nachher gibt es einen Wechsel, ganz eine neue Führung. Mit dem Raphael Wücki wird man junge Rot-Blau fördern. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wie du gesagt hast, Benni. Man sagt, du, wir müssen neu anfangen. Die haben hervorragend geschafft. Natürlich wollen wir möglichst erfolgreich sein, aber nicht gerade sakrosankt sagen, wir wollen die Titel, wir wollen den Cup gewinnen. Das ist aber... Macht das einmal, wenn ihr 8 Jahre gewonnen habt. Der kommt, der muss kommunizieren. Wahrscheinlich gibt es nicht ganz das, was kein Mensch hört. Ja. Also eine undankbare Situation. Extrem. Aber hat sicher mit dem zu tun, dass man da gemerkt hat, vielleicht muss man bereit sein, wenn man schon rot-blau und jung als Ziel setzt, auch vielleicht ein klein, kleinere Brötchen zu backen. Mhm. Und da ist der Marco Strehl natürlich mit dem Ziel vom Verein unheimlich forscht. Das können wir und Champions League und weiss ich was alles. Aber das ist, glaube ich, von allem ein bisschen etwas. Aber der Bernhard Häusler hat natürlich ganz Basel zusammen mit seiner Führungsruf verwöhnt. Oder? Auch mit seiner Ausstrahlung gegen aussen. Er hat sehr viel Goodwill gehabt. Es ist schwer geworden für die Neuen auch. Das ist definitiv. Jeder, der gekommen wäre, wäre es eigentlich schwierig gewesen. Er hätte natürlich eine Gabe gehabt, er hätte Leute quasi wie so eine Kleidung der Puls wärmen können. Egal, ob das jetzt die Fans in der Kurve, die Mitglieder oder alle. Ja, das ist alles viel einfacher geworden. Absolut. Nicht, dass er nicht das verdient hätte, aber es ist der von dem, der neu anfängt, ist verdammt schwer gewesen. Und jetzt müssen wir noch sagen, wir haben jetzt gesagt, Basel ist jetzt unten und IB, was sollen denn die anderen nach Vereinen denken? Wie weit weg sind denn die? Ja, die sind heute sehr weit. Heute gibt es ja IB, dann gibt es... Gibt es lange nichts, Basel und nachher. Hm. Jetzt ist du als Überraschung und sehe ich an dritter Stelle. Was sollen GC, Zürich, St. Gallen, Luzern. Ja. Christoph, das ist verrückt. Ja. Weil die gleich aber noch mal zurück auf Basel zurückkommen. Du hast es vorher angesprochen. Eben die Fans fänden jetzt auf erste Zeichen setzen. Also Muttenzer-Kurve, die irgendwie die Kurve verlässt mit Banner und mit Spruchbändern. Es wird einfach nicht gutiert, was da an Nebenschauplätzen abläuft. Oder wie schätzt du die Situation? Ist da auch zu wenig Kommunikation zwischen Fans und Club? Ja, ich glaube schon, dass das auch ein Problem war. Es hat offensichtlich gerade in der Woche bevor der Indien-Deal dann erste Jahr durchgesickert über indische Medien und dann kommuniziert worden ist vom FC Basel, hat es ein Treffen gegeben mit den Fans, so eher so ein routinemäßiges Treffen. Da hätte FC Basel dann aber auch irgendwie kein Wort gefallen lassen, dass da jetzt größere Veränderungen oder zumindest große Pläne kommuniziert werden. Da hätten sich die Fans, die Kurvenfans, die engagierten Kurvenfans wahrscheinlich schon ein klein wenig mehr mitgenommen gefühlt, wenn sie so eine kleine Hibis gekriegt hätten. Das kann man nicht machen. Das weiß ich. Also ich meine, das ist eine öffentliche Veranstaltung gewesen, wo vielleicht keine Journalisten da waren, aber da kann man ja nicht sagen, du, im Fall in einer Woche planen wir einen Deal mit ihnen. Das geht ja nicht, das kann man nicht machen, weil dann ist es so durchgesickert.
Und das hat ja in der Vergangenheit der FC Basel eigentlich immer recht gut gemacht. Aber ob es dann über die Social Media in Indien als Quelle dann durchsickert oder aus dem Saal 12, dann haben wir es, wenn ich es nicht eigen selber gemacht, ja, oder? Ja. Es sind dann aber, Benny Huckel, einfach ja, die Fans nicht offen für die neuen Projekte. Also ich meine, die heutigen Fußballclubs stehen ja in dem Spannungsfeld zwischen Innovation und irgendwo die an der Tradition festhalten. Gut, da habe ich meine eigene Meinung und die ist ziemlich klar. Ich meine, grundsätzlich muss man sich überlegen als Schweizer Fußballverein, wie kann man Geld einnehmen, um den ganzen Laden zu finanzieren. Nehmen wir nochmal die zwei grossen Punkte, die man Geld verdienen kann, ist Champions League-Einnahmen, wobei das wird immer schwieriger für Schweizer Verein, und Transfers von jungen Spielern, die man selber ausbildet oder vielleicht neu kauft und sie wachsen in Basel und dann weiterverkaufen in den Gross. Das sind die zwei grossen Punkte. Jetzt kann man sagen, okay, wenn das nicht reicht, mein Fernsehgeld, wissen wir, die sind jetzt nicht so hoch wie zum Beispiel beim SC Freiburg, oder? Und also hat man nicht so hohe Einnahmequelle. Was macht man? Kann man Kosten senken? Oder versuchen, was haben wir noch für Punkte, wo wir unsere Einnahmen mit anderen Sachen können vergrössern können. Und da ist mit Bernhard Burgner jetzt jemand gekommen, der natürlich entgegen der vorherigen Führung grösser denkt, auch mit seinen anderen Engagement-Projekten, die er hat, halt dann versucht, eben in andere Sparten zu gehen. Und das wird von den Fans von gewissen Kreisen, die so ein bisschen auch traditionalistisch sind, wird das nicht so gut gutiert. Ich finde grundsätzlich, das finde ich gar nicht schlimm, wenn man es schafft, irgendwie neue Quellen zu schaffen. Ich meine, der SC Bern finanziert sich so, ja, über die Restaurationsbetriebe. Also ich meine, da haben doch alle etwas davon. Also das ist das, wo ich jetzt, da bin ich jetzt sehr offen dafür. Ja. Aber stellt sich nicht die Frage auch, also wo ist denn der ferne Tag, wo dann über die E-Sports-Abteilung zum Beispiel so viel Geld generiert wird, dass du damit Stürmer kaufen kannst, der für die erste Mannschaft unten im Joggeli spielt? Oder wie lange dauert es, wie lange ist der Zeithorizont, bis in Indien Struktur entstanden ist, dass du dort talentierte Fußballspieler rauskriegst, der dann in Mitteleuropa verhebt und mit dem du Geld verdienst? Ja? Das mag perspektivisch alles richtig sein, aber also ich sehe den Zeithorizont sehe ich viel zu weit. Das ist im FC Basel in nächster Zeit hilfreich sein. Ganz kurz, müssen schnell eingreifen. Wir nehmen die Frage noch mal auf. Und zwar nach einer kurzen Pause. Wir werden auch über das Indien-Projekt noch darüber diskutieren. Bleibt also dran. Zurück bei Heimspiel. Meine Gäste heute im Studio sind der Benny Huckel, der Raimondo Ponte, der Christoph Kieslich und der Rolf Fringer. Wir haben auch gerade diskutiert vor der Pause, und zwar ist das Stichwort Indien gefallen. Man hat in den letzten Wochen ist kommuniziert worden beim FC Basel, dass man will in einen Fußballmarkt in Indien investieren, dass man das in Afrika macht oder in Asien. Das hat man schon gehört, aber in Indien ist ganz etwas Neues. Benny Huckel, ist das überraschend für dich oder wie kannst du dir das erklären? Also ein Stück weit ist es überraschend gekommen. Ich kenne mich zu Indien zu wenig aus, das kann ich einfach sagen. Was ich geschaut habe, ist, wie viele indische Fußballer es in Europa gibt. Da gibt es nicht viel. Ja, also es ist bis jetzt kein Fußballland, muss man sagen. Es ist bis jetzt auch kein Sportland. Ich habe mal geschaut, wie viele Medaillen Indien bei Olympischen Sommerspielen holt. Also weniger als die Schweiz. Und vor allem in Sportarten wie Schießen oder Gewichtheben. Also es ist so. Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Cricket-Nation ist es. Cricket-Nation, genau. Ja, ja. Ich kann das zu wenig beurteilen. Was ich einfach glaube, wenn man dort Erfolg haben will, muss man sehr viel Manpower investieren, dass man das dort umsetzen kann. Weil ich das Gefühl habe, da müssen wir dann mit 3, 4, 5 Leuten permanent dort unten sein und versuchen, das umzusetzen, dass man das Know-how ein Stück weit transferieren kann. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man ab und zu runtergeht und dann etwas geben an Know-how und dann das Gefühl gehabt, dass das von alleine umgesetzt wird. Aber auch das kann ich zu wenig beurteilen, da bin ich nicht der richtige Mann. Christoph Kieslich, wie verstehst du das, dass man da in Indien von unserer Subjektive vom FC Basel investiert? Also, der Benny Huckel hat es gesagt, also, es gilt jetzt nicht als die Fußballnation, obwohl da sehr viele Einwohner haben. Nein, es ist natürlich ein klassisches Fußballentwicklungsland. Sicherlich mit der riesigen Bevölkerung kann man da sich ausmalen, dass es möglicherweise mal ein Markt wird, der im Fußball Bedeutung hat. Mich hat es auch irritiert. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder verfolgt, dass der FC Basel im Zusammenhang mit der Football Alliance, wo Clubs wie Werder Bremen, Leverkusen, Tottenham Hotspur unterwegs sind, Entwicklungsarbeit betreibt weltweit, unter anderem auch in Indien. Das ist eine sehr selbstlose Art von Entwicklungshilfe gewesen. Man hat gegeben. Jetzt hat der FC Basel
Anteile an einem Club erworben und verspricht sich irgendwann einmal eines schönen Tages einen Return of Investment. Also nicht mehr ganz so selbstlos. Und ich glaube einfach, dass es so unglaublich lange Atem braucht, um da zu realisieren. Es braucht, wie der Benni gesagt hat, es braucht sehr viel Engagement vor Ort. Und das sehe ich jetzt im Augenblick auch noch nicht genau. Aber wieso denn Indien? Also das erläutert mich mir immer noch nicht. Also Indien, also wenn du sagst... Weil es natürlich ein Land ist, das fußballerisch noch nicht so erschlossen ist. Und eine hohe Bevölkerungszahl. Ich glaube, auch das ist wahrscheinlich nur die zwei Gründe, wo man die Frage beantworten. Ja, aber man könnte ja irgendwie mutmassen und sagen, okay, E-Sports ist auch etwas, was man weltweit vorantreiben, oder? Vielleicht ist das auch ein bisschen das Bindeglied zu Asien und so weiter, wo E-Sports sehr gross ist. Gibt es denn unter Umständen vielleicht auch andere Motivationsgründe? Ausser jetzt, aber Basel kommuniziert eigentlich die sportlichen Motivationsgründe. Rolf, wie kannst du dir das erklären? Sehr schwer zu beurteilen, weil wir es noch nie gehabt haben. Man kann nur mutmassen, oder? Also, ich meine, es hat sehr grosse Bevölkerung. Jetzt will man ja vielleicht den einen oder anderen dann rausbringen. Man muss zwar sagen, in den letzten 3-4 Jahren hat die Indische Liga, meine Del Piero und so, hat viel, ich sage jetzt, Starren geholt, die am Ende der Karriere waren. Also die Liga hat schon probiert, besser zu werden. Oder? Und meine, wenn man Bernhard Burgener ja vertrauen kann, ist, dass er wahrscheinlich ein Näschen hat für solche unternehmerische Zusammenhänge. Aber es ist natürlich Fußball. Das ist klar. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in der nächsten Zeit irgendein Superstar aus Indien, vom Chennai FC, bei Basel spielt und nachher schaut jedes Wochenende 50 Millionen Inder zu und ich kann das wunderbar vermarkten. Wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht hat es im Zusammenhang mit E-Sports und alles, sieht man dort vielleicht den Markt. Aber es war noch nie so gewesen. Darum ist es sehr schwer, das einschätzen und abschätzen. Falls das so ist, ist es nicht so gut kommuniziert, weil es ist kommuniziert worden, dass es darum geht um den Fußball und nicht um den E-Sports. Das ist eben dann relativ schnell gemutmaßt worden und auch gefragt worden, aber dann heisst es, nein, es geht um den Fußball. Und auch der Zeitpunkt der Kommunikation, oder, ist ja auch relativ seltsam. Ja, eben, das habe ich ja ganz am ersten Statement gesagt. Oder? Man hat jetzt so ein bisschen Ruhe reingebracht in der Winterpause. Man hat eine gute Vorbereitung gespielt. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Punkt, wo sich Tubal darüber aufregen kann. Ich kann es ein bisschen ablenken vom Fußball her. Vom Fußball ist zu viel geredet worden, zu viel Negatives. Und dann kommt etwas anderes dann hier. Oh, das Thema ist noch sehr interessant, um darüber zu reden. Und vergessen wir es anderen ein bisschen. Also bei 19 Punkten Rückstand auf IB in der Tabelle ist natürlich für Gesprächsstoff auf dieser Ebene gesorgt. Ja. Ich glaube, etwas muss man nicht vergessen. Ich meine, wenn das in den besten Jahren der Bernhard Häusler gemacht hat, dann hätte er gesagt, oh, das ist wunderbar, weitsichtig, super, wir spielen gut, wir sind erfolgreich und jetzt versucht man noch andere Märkte zu erschließen. Aber im Zusammenhang mit der negativen Entwicklung, wo man eh kritisch war, wo der Bernhard Burger nicht die Aura hat und das Charisma wie der Bernhard Häusler, wo man muss finanziell runterfahren, weil man die Einnahmen von der Champions League nicht mehr hat und dann komme ich mit dem, ist auch wieder doppelt schwierig. Oder? Beim Erfolg früher hat man vielleicht das Gefühl, Gottfried Stotz, Chapeau, der studiert sogar noch weiter. Also es hängt sehr viel, wenn nicht fast alles, vom gesamten Erfolg immer ein bisschen ab. Aber eine Bemerkung, Wolf, ich glaube, der Bernhard Häusler wäre auf die Idee nicht gekommen. Ja. Okay. Ja. Wenn er gekommen wäre, wäre es aber eher so gewesen. Benni Hugli, du lebst ja selber in Basel. Gibt es denn Anzeichen, dass das Verhältnis zwischen den Fans und dem FC Basel nicht mehr so harmonisch ist, wie das früher war? Darum sage ich eben Zeitpunkt. Oder? Die Fans monieren ja eigentlich euch. Okay, wenn man 20 Punkte Vorsprung hat, dann kann man so etwas kommunizieren. Nimmt man das by the way. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, was sportlich man nicht auf der Hege ist, dass man so etwas lanciert. Oder? Das ist das, was die Fans eigentlich nicht quotieren in Basel. Also jetzt müssen wir mal anfangen, von wem sind die Fans, oder? Ja. Also man muss natürlich sehen, wenn man von den Zuschauern im Stehplatzbereich Muttenzer Kurve reden, die sind ja oft, eben, das habe ich schon gesagt, die haben oft so ein bisschen traditionalistischen Ansatz, dass sie eigentlich möchten, dass das so ein bisschen ist wie früher und dass es sich um das Kerngeschäft, also das ist das, was ich wahrnehme, um die FCB soll um das Kerngeschäft kümmern und nicht irgendwie um andere Baustellen. Und es gibt sicher aber auch Zuschauer in anderen Bereichen, die jetzt diesen Investitionen gar nicht so schlecht kritisch gegenüberstehen. Ja. Aber dann einfach gespannt sind, wie es umgesetzt wird. Also ich glaube, das ist die Zuschauer von jedem Fußballfan ist eine sehr heterogene Masse. Und da gibt es ganz viele verschiedene, die ganz viele Ansprüche haben. Was alle vereint ist, man möchte gerne Erster sein und nicht Zweiter. Man möchte nicht gerne 17 Punkte Rückstand haben. Und halt, das ist das, was alle. Immer noch 19. Immer noch 19. Also, ich habe gewonnen. In den letzten Minuten. Du kann ich schon wieder ausblenden. Also, das ist ja das, was grundsätzlich alle Fans vereint. Und dann sind natürlich so Sachen, die nebst dem Fußball kommuniziert, immer schwieriger als im Volksfall. Aber
alle überlegen sich auch, okay, wie könnte der FC Basel mehr Einnahmen generieren und dass man da halt vielleicht Weg geht, wo jetzt gegangen wird. Ja, mag sein. Ich wollte abschließend zu dem Thema vielleicht eben noch sagen, ich meine, du hast es vorher angesprochen, Benny Huckel, das braucht relativ viel Manpower, um da unter Umständen etwas daraus rauszunehmen. Also, und du hast den Faktor Zeit angesprochen, wie lange das kann gehen. Also, ich meine, man hat ja auch gewisse Erfahrungswerte. Ich meine, Raimondo Ponte, ihr seid sehr erfahren diesbezüglich, was der Fußball anbelangt, für so etwas aufzubauen. Von was für einem Zeitfaktor kann man denn da überhaupt, nehmen wir jetzt sagen, es geht alles optimal, kann man denn da reden? Sind das 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre? Oder, ja, das ist 10 Jahre Minimum. Dass so etwas möglich ist. Also ich habe mir überlegt, als ich das gehört habe, wo wollen sie überall ansetzen? Oder? Ich habe jetzt mal gelesen, ja, Leistungszentrum, aber weißt du, alles in diesem Leistungszentrum, fährt man da bei U13, fährt man bei U15, bei U17, oder? Das ist so der Punkt. Wenn man sagt, man fährt zum Beispiel bei U16 an, kann man sagen, okay, wenn man 5 Jahre hat, sind die dann 16, sind sie 21. Vielleicht schafft man es dann 5 Jahre einen auf Super League-Niveau anzukriegen. Aber das ist auch etwas, da hört man ja auch nicht mehr, wie das denn genau umgesetzt soll werden. Sondern man hört einfach, vielleicht ist da auch der Präsident halt so ein bisschen vorprescht und die Umsetzung ist gar noch nicht ganz genau ausgegoren. Das weiß man halt nicht. Aber ich kann das überhaupt nicht abschätzen, aber ich denke, also unter 5 Jahren kann ich mir nicht vorstellen. Es braucht wahrscheinlich irgendwie eine Spielergeneration. Von was reden wir da? Von 10 Jahren, oder? Weil es müsste auch so eine kleine... Also der FC Basel wird es, das unterstelle ich jetzt einfach mal, Bernhard Burgener und Massimo Ceccaroni, die werden das seriös angehen. Die werden versuchen, dort etwas aufzubauen. Sie werden versuchen, dort präsent zu sein. Ich hoffe, dass der Massimo Ceccaroni dann immer noch präsent genug im eigenen Campus sein wird, nebenher. Und sie müssen dann aber dort erstmal so etwas wie eine Kultur, also erstmal müssen sie die Kultur vor Ort verstehen und dann müssen sie ihre eigene Leistungskultur, die ja Chennai City FC gern eingekauft hat jetzt mit, mit der Beteiligung vom FC Basel, sie werden erstmal eine Leistungskultur dort schaffen müssen. Also junge indische Böbe, vielleicht auch Mädchen, werden sich daran gewöhnen müssen. Ah, so wird in Europa beim Spitzenklub geschafft. Ja. Das dauert. Absolut, ja. Absolut. Aber wir werden es sehen und wir hängen natürlich auch sehr gerne mit dem FCB direkt darüber das diskutieren. Und ich bin immer überzeugt, wir können dann irgendwann mal euch konkret hier in dem Studio mit dem FCB über das Projekt konkret diskutieren. Letzte Frage noch in der Runde, dann sind wir schon durch, Benny Huckel. Nächste Woche die letzte Chance für den FCB, dieses Jahr einen Titel zu gewinnen, das Cup-Spiel gegen den FC Sion. Was ist deine Einschätzung? Wie siehst du die Chance? Beziehungsweise, wie wichtig ist das, dass man da Phrasenschwein? Cup ist alles möglich. Gott, gegen den FC Sion. Wenn er nicht sogar seine eigenen Gesetze hat. Genau. Ja. Also, man hat schon aus der Reihe vom FC Basel gehört, dass der Cup natürlich jetzt als in dieser Rückrunde ja sehr wichtig erachtet wird. Wobei das ist auch so etwas, der kann ja nicht wichtiger sein, als das er ist, eigentlich, der Cup. Weil es hat, also, als ich noch selber gespielt habe, da haben wir vielleicht gewusst, wir werden Schweizer Meister, aber wir haben den Cup-Final gehabt, dann haben wir trotzdem gesagt, wir wollen unbedingt Cup-Sieger werden. Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, oh, jetzt sind wir Meister, jetzt lassen wir den Cup weg. Umgekehrt ist es jetzt so, dass man sicher von der Vereinsführung den Cup als noch wichtiger anschaut, dass das ist. Aber ich glaube, das Spiel ist sehr offen. Also, da kann man keine Prognosen abgeben. Das ist 50-50. Das gibt ein Spektakel. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war schon vom Heimspiel. Beim Benny Huckel, beim Raimondo Ponte, beim Christoph Kieslich und beim Rolf Fringer. Dann habe ich noch ein Fußball-Highlight von der nächsten Woche. Und zwar ist Coppa Italia, die ansteht. Halbfinal. Nächsten Dienstag um 10 Uhr von Ihnen spielt Lazio gegen Milan. Und all das hier auf dem Sender. Wir sind am Ende der Sendung. Das nächste Heimspiel gibt es schon am nächsten Sonntag. Dann mit meiner Kollegin mit der Claudia Lesser. Ich wünsche einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart und bleibt am Ball. Gute Nacht wieder an. Heimspiel, der Fußballtalk, wurde präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung.